Willkommen zum nächsten Tutorial mit der Datenbank. Zuletzt hatten wir Techniken und jetzt gehen wir weiter zum nächsten Layer, den Items. Ja, das meiste ist eigentlich selbsterklärend. Der Name, klar, Heiltrank. Die Beschreibung dazu, halt 500 HP. Ein Icon wird wieder passend ausgesucht. Hier kann man festlegen, ob das zum Beispiel ein bestimmtes Element hat. Man könnte zum Beispiel den Mana-Trank vom Element Licht machen, wenn man sein Spiel zum Beispiel so aufbauen möchte. Ja, und dann werden welche, die besonders auf Licht reagieren, halt mit mehr HP belohnt und die anderen halt mit weniger. Man könnte noch einen Status-Effekt hinzufügen. Zum Beispiel könnte man auch ein Item machen, das in den Status mit einer höheren Angriffskraft versetzt wird. Ja, oder das auch zum Beispiel irgendwas kuriert, zum Beispiel Ruhe. Zum Beispiel bei Gegengift ist es dann hier vergiftet auf Minus, also wird die Vergiftung behoben. Ja, der Wirkungsbereich ist eigentlich auch klar, ist wie bei den Attacken, entweder ein einzelner Gegner, ein einzelner Held, drei Zufallsgegner und so weiter. Verfügbarkeit ist entweder immer Kampfmenü, das gleiche wie bei den Techniken auch. Ja, der Preis, den man dafür kriegt, ja. Und Konsum steht hier immer auf Wenn fertig. Das heißt, nachdem der Effekt eingetreten ist, wird das abgezogen. Also es gibt auch Sachen, Items, das wird erst das Item abgezogen und danach tritt der Effekt ein. Ist manchmal ganz wichtig, aber eigentlich nur für Common Events. Die kann man nämlich hier auch wieder aufrufen. Ja, wieder eine Korrekturverwertung. Und ja, eine Animation ist auch wieder da, was halt angezeigt wird, wenn dieses Item konsumiert wird. Hier steht halt, was passiert. Heilungseffekt, zum Beispiel um 0% wird das hier bei dem HP-Gehalt. Plus hier eine Anzahl an Punkten. Also man könnte zum Beispiel sagen, 50% wird geheilt oder zum Beispiel 50 Punkte, 50 HP-Punkte. Das gleiche gilt hier für die Magie. Entweder 50% zum Beispiel oder halt wie bei diesem hier, werden nur 200 MP aufgefüllt. Es gibt auch noch andere Sachen, wo zum Beispiel 100% aufgefüllt sind. Das ist natürlich was anderes als 100 HP. Ja, ich denke, das ist auch klar. Dann gibt es noch Wachstum. Wachstum bedeutet, dass sich die Maximalwerte ändern, wie zum Beispiel bei Lebensstärkung. Ja, man kann Stärke, Abwehr, Intelligenz, Tempo, Maximal HP und so weiter steigern. Und hier steht halt, um wie viele Punkte. Es gibt auch noch Items, die Schaden zufügen. Das steht dann hier unten. Die Basis ist zum Beispiel 150 und es variiert dann mit 20%. Ja, und die Mentalität wirkt sich gut. Ja, es gibt auch noch Optionen. Zum Beispiel, ob es physischer Schaden ist. Wenn man zum Beispiel irgendwie, ich weiß nicht, einen Rhinoceros beschwört, wäre das zum Beispiel physischer Schaden, würde ich sagen. Dann gibt es, ob das MP Schaden macht, also ob die MP abgezogen werden, ob der Bewirker dieses Items die HP absorbiert. Oder ob dieses Item die Abwehr des Gegners ignoriert. Und jetzt machen wir einen Sprung. Ich zeige euch nämlich jetzt was als nächstes, was die Common Events hier oben sind. Es gibt nämlich einen Layer, da steht Common Events. Da klicken wir mal drauf und dann sehen wir hier 10 Events. Sie sehen eigentlich ganz normal aus, wie unsere bekannten Events. Hier kann man Event Commands einstellen. Ja, was ist das? Das sind eigentlich ganz normale Events. Hier kann man einstellen, ob das Event wartet, bis es aufgerufen wird, ob es bei einem Switch automatisch startet oder ob es ein paralleler Prozess ist. Damit kann man zum Beispiel Regen steuern. Dann könnte man hier zum Beispiel einen Schalter haben, Held ist draußen. Und solange Held ist draußen an ist, kann man hier auf Bildanzeige klicken und dann hier zum Beispiel einen Wettereffekt einfügen. Regen, Sturm und so weiter. Und jetzt zeige ich euch, wie man das mit Items kombiniert. Wir sagen zum Beispiel mal, dass ein Item eine Attacke beibringen soll. Nicht ausgeben. Soll. Name des ersten Helden. Giftangriff lernen. Dann geben wir eine Auswahl aus. Ja, nein. Wenn man den Abbrechen-Knopf drückt, dann passiert die zweite Möglichkeit. Kann man hier einstellen. Ja, jetzt haben wir hier so eine Auswahl, entweder ja oder nein. Bei nein passiert einfach gar nichts. Und bei ja passiert, dass der Held die Attacke lernt. Und zwar unter Helden
Techniken. Ralf ist unser erster Held. Lernt Giftangriff. Okay. Das nennen wir jetzt Giftangriff lernen. Jetzt klicken wir auf Items. Erstellen uns ein neues Item. Sowas hier. So. Giftangriff lernen. Lehrt einem Charakter den Giftangriff. Ja, Wirkungsbereich stellen wir einfach nichts ein. Verfügbarkeit nur im Menü, das heißt, das kann nicht im Kampf ausgewählt werden. Preis 0 heißt unverkäuflich. Konsum, wenn fertig, klar. Animation stellen wir mal gar nichts ein. Und Event, Giftangriff wird gelernt. Den Rest lassen wir auch so. Jetzt wird, wenn dieses Item eingesetzt wird, das geht natürlich nur im Menü, nicht im Kampf, einfach dieses Event aufgerufen. Das heißt, es erscheint die Frage, soll der den Giftangriff lernen? Wenn ja gewählt wird, lernt er den. Wenn nein gewählt wird, lernt er den nicht. Wenn nein gewählt ist, machen wir am besten noch, dass der Giftangriff einmal dazu hinbekommt. Weil es wird ja einmal abgezogen, weil es eingesetzt wurde, aber es wurde ja gar keine Attacke gelernt. Darum wird, fügen wir das quasi nochmal hinzu, damit er die später nochmal lernen kann. Ja. Ich hoffe, das war verständlich. Das gleiche geht auch mit Techniken. Wir machen uns eine leichte, einfache Stehlenattacke. Stehlen. So. Wirkungsbereich nichts. Verfügbarkeit nur im Kampf. Und das zweite Common Event wird aufgerufen. Diebstahl. So. Was passiert? Das zweite Common Event wird im Kampf aufgerufen. Hier schnappen wir jetzt eine Variable. Wir nennen sie mal Gegner HP. Setzen sie auf den Gegner, auf den ersten Gegner die HP. Jetzt teilen wir die Variable Gegner HP, teilen die einfach mal durch 2. Okay. Dann verändern wir die noch ein bisschen, addieren 15 hinzu. So, jetzt haben wir eine Variable, die ein bisschen von den HP vom Gegner abhängt. Ach Quatsch. Geld ändern. Wir erhöhen das Geld desselben um Gegner HP. Okay. Und geben eine Nachricht aus mit Variable. Welche war das? 5? Gold erbeuten. So. Die ist jetzt relativ simpel. Klar. Wenn diese Technik ausgeführt wird, wird einfach nur das Common Event gestartet. Dieses hier. Dem Spieler wird das Geld hinzugefügt, das ein bisschen von dem Gegner HP abhängt. Und ja, es wird eine Nachricht ausgegeben. Das ist alles. Das heißt, es passiert auch ständig. Also der kann quasi 10.000 Mal stehlen und so. Also es ist auf alle Fälle noch ausbesserungswürdig. Aber das sollte ja auch erstmal nur dazu dienen, wozu die Common Events gut sind. Common Events. Ich spreche es immer falsch aus. Ja, den Rest machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es war hilfreich. Und es hat gefallen. Und bis zum nächsten Mal.